Ich brauche doch. Oh, habe ich die noch nicht eingepflegt? Oder habe ich die falsche eingepflegt? Fragen über Fragen. Die Provider und die Extractor. Tja. Und die Polymorph habe ich vergessen. Ich hält. Okay. Haben wir hier den Crafting. Dann ist hier wieder was frei. Das heißt, ich brauche das da. Dann brauche ich das da. Dich und ja. Das war ja klar. Und ein Iron Gear. Okay. Das ist ja. Es ist ja kein Hexenwerk jetzt mehr. So, warten wir mal kurz. Ich habe das Eisen schon vorbeirennen sehen. So, kommt das Eisen. Eisen geht rüber. Und dann importieren wir es. Jawohl. Wir haben es drin. So. Und jetzt kriege ich davon auch zwei. Missing 8 Orangen. Toll. Ist da Orangen drin? Nö. So. Sagst du immer noch, du missingst was? Oder funktionierst du jetzt? Nein, er sagt mir immer noch, er missing 8 Orangen. Das ist doch nicht schön. So, okay, das heißt auf jeden Fall, du bist jetzt Default Root. So, du bist Logistik Chassis MK. Dann kommst du da auch hin. Ja, da nicht. Hä? Logistik Chassis MK3. Das ist doch das auch. Oder was habe ich jetzt da angeklemmt? Ach, die... Ja, genau. Hallo. Aufwachen. Okay. Das heißt, ich muss die auf jeden Fall auch mit anklemmen. Sonst geht nichts. So, Provider-Modul. Und du kannst alles rausnehmen. Tja, ich hoffe, dass es jetzt geht. Jawohl. Haha. Okay. So, dann müssen wir noch kurz warten. Und dann werde ich das noch einstellen, die zwei. Und dann mache ich mal wieder ein Aufnahmepäuschen. Weil das war jetzt dann doch ein bisschen was. So, den packen wir auch hier auch rein. Und habe ich vergessen. Genau. Kommst du hier rein? Und du hier rein? Nein. Du kommst hier rein. Und one item per stack. Okay, wir haben die Blümchen hinzugefügt. Und eine Sache mache ich noch. Eine Sache mache ich noch. Geht's halt ein bisschen länger. Ich habe hier rot und ich habe hier gelb. Genau, vor allem in der Reihenfolge. Das heißt, hier kommt jetzt ein Stack. Und hier kommt der nächste Stack. Okay, das heißt, ich kann hier orange auch rein. Zimmer noch. Und, genau, Zinn. Zinn mache ich auch noch. Das weiß ich ja auch noch, dass das fehlt. So. Das heißt, ich habe hier auf jeden Fall noch Zinn. Genau.
Dann Kupfer auch noch. Okay. Schön aufräumen. Soll ja sauber ausschauen. Okay. Das heißt, ich brauche auf jeden Fall nochmal jeweils ein Modul. Und zwar ein Provider und ein Polymorphic. So, du gehst nach oben. Du gehst dahin. Das heißt, du musst... Ah, angeschlossen ist er noch nicht. Da sind aber die Farben drin. Und die brauche ich jetzt. Und zwar Provider und Polymorphic. Ein Item per Stack. So. Und dann brauche ich einmal das und einmal das. Das heißt, du kommst hier rein, du kommst hier rein und du kommst auf Import. So, und das heißt jetzt, ich müsste das zweimal abrufen können und das zweimal abrufen können. Genau, und ich habe kein Orange mehr drin gehabt, aber er produziert es jetzt. Okay, das sind zwei. Und das sind die anderen zwei. Dann werden wir auf jeden Fall noch diese Kiste mit anklemmen. So, okay. Die hat auch eins, die hat eins. So, und die sind auch schon alle angeklemmt. Das ist doch mal klasse. Dann kommt hier auch noch eins hin. Und dann ist sogar noch die Kiste leer. Okay, und dann setzen wir die auch noch auf. Ja, und beim nächsten Mal werden wir dann anfangen, auch die ersten Maschinen mit einzubinden. Das wird auf jeden Fall auch lustig. Das heißt, dass wir jetzt dann anfangen können, die ersten vollautomatischen Sachen herzustellen, wie zum Beispiel ja, dass wir dann Kohlefaser herstellen und so weiter und so fort. Dass wir das nicht mehr mit der Hand machen brauchen. Gut. Du kommst hier rein. Super. Also, wie gesagt, wir haben jetzt endlich diesen Raum hier erstellt. War zwar etwas langwieriger als gedacht, aber wir haben es geschafft. So, dann hätte ich gesagt, esse ich noch ein bisschen. So. Und ja, wie gesagt, beim nächsten Mal wird dann ersten Maschinen angeschlossen. Wir möchten nämlich langsam anfangen, das mit dem Solarpanel zu machen. Und ja, ihr habt ja gesehen, da brauchen wir ein bisschen Material. So, schauen wir mal schnell an. Gott sei Dank ist da kein GregTech drauf, fällt mir gerade so auf. Ein Solarpanel wird erstellt mit Electronic Circuit, Generator, Kohledust und Glas. Also das heißt, wir werden auf jeden Fall dann Kohle mit einbinden. Das muss dann automatisch durch ein Maserator laufen,
wenn er es braucht. Weil also hier brauchen wir eine. Für den hier brauchen wir 8. Für den hier brauchen wir nochmal 8. Also davon 8 mal. Und dann brauchen wir davon auch 8. Also das heißt auch da 8 mal und da 64 mal. Super. Also da 64. Oder nee, 512 glaube ich brauchen wir davon. Also ja. Und die machen wir nicht mit der Hand, ne? Wäre ein wenig konfus. So, ja. Und bevor ich jetzt doch Schluss mache, schaue ich nochmal zu meinem Maschinchen. Und hol mal hier das Zeug raus. Ha. Der hat meinen ganzen Stack geschafft. Das ist doch cool. So, das Kraftwerk läuft auch schön. Das habe ich diesmal überhaupt nicht eingeschalten. So, wir haben jetzt endlich den Ring zum Fliegen. Und wir machen mal schnell, ich hoffe, dass ich den Omega auch noch voll mache. Und zwar alle drei. So, ja, wobei das bezweifle ich etwas. Okay, das heißt, du kommst rein. Du kommst auch rein. Okay. Ich habe einen voll gemacht. Aber wie gesagt, jetzt haben wir einen mit 51 Millionen. Den packe ich wieder schön brav in die Kiste da oben. Weil das heißt, wir können dann damit unsere Red Matter Rüstung machen. Und wieso habe ich Bronze Boots an? Hallo? Jetzt bin ich verwirrt. Ha! In der MFSU sind meine anderen. Klasse. Und ich wundere mich, wo meine. Ja. Die hat mal wieder keine Lust. Das ist doch toll. So, dann habe ich hier noch einen kleinsten Omega. Den lege ich hier rein, beziehungsweise ein bisschen füllen müsste ich ihn. Naja, wobei, ich habe den anderen dabei. Genau, jetzt mal Kisten weit werfen. So. Okay, also wie gesagt, nächste Mal wird dann schön mit den Kisten gearbeitet. Wobei, nein. Wisst ihr was? Ich mache noch ein Viertelstündchen. Dann gibt's halt, ja. Eine extra Folge. Bin sowieso jetzt, schon 12 Minuten drüber. Dann mache ich ja auch noch eine Folge von Samstag. Habt ihr bestimmt nichts dagegen, oder? Okay. Das heißt, wir binden jetzt ein. Okay, das heißt, ich brauche jetzt davon einen. Hab ich Redstone da? Jo, 2. Ich habe noch kein Gummi. Dann heißt es, ich brauche davon 3. Und, ich weiß, was in die eine Kiste kommt. Gummi! Und die Maschinen da hinten, die wohl jetzt da so unbetroffen rumstehen, die werde ich eventuell abbauen und hinten hinstellen. Okay. Das heißt, ich habe meinen ersten Rubber. Das heißt, in die Kiste kommt dann auch noch das Zeug, wo ich Rubber herstelle. So. Passt. Okay, dann brauche ich bitteschön. Ja,
Dann requeste ich mir da auch noch schnell mal welche. Weil der Gummi ist nämlich nicht drin. Und ich vermute, ich habe einen Gummi in die falsche gepackt. Aber das ist ja kein Thema mehr. Wir können uns die Disketten jetzt herstellen. Ups. So, mal schnell Gummi. Mal schnell in die falsche Kiste gepackt. Mal schnell egal gewesen und gemacht. So. Jetzt haben wir auch hier Rubber. So, davon brauche ich bitte schön 6 Stück. Dankeschön. Wo ist denn das nächste, wo frei ist? Hier. Gut. Da brauche ich die 3. So. Du kommst rein, du kommst hier rein. Ja. Dann importieren wir dich mal. Und wir haben hier unser Kabel. Davon bräuchte ich bitte 6 Stück. So, und von dem da bräuchte ich bitte 8 Stück. Gut. Also, dann kommt hier das Kabel hin. Die 2 Redstone und raffiniertes Eisen. Und wir haben einen Electronic Circuit. Und wir importieren hier den Maschinenblock. Jawohl. So. Was brauchen wir noch? Dann kriege ich einen Circuit. Lalala. 4 Redstone. 2 Glow. Und 2x Lapis. Dankeschön. Dann machen wir den auch gleich. Jawohl. Und wir haben einen erweiterten Schaltkreis. Klasse. So, dann laufen wir am Laser nochmal vorbei. Vielleicht hat er, war er ja nett und hat uns genau so viel Geld gemacht, wie wir brauchen. Cool. So, du kommst wieder rein. Dahin, dahin, dahin. Und das. Das. Und das. Und das weg. Haha. Und wir fangen an, dich du mal. Hierhin. Okay. Dann natürlich meine Lieblingssachen. Und zwar requesten und requesten. Warten wir wieder kurz. Dann haben wir nämlich die erste Kiste mit Maschinenteilen. Dann können wir die nämlich auch aufräumen. Ich packe mir hier rein. Hier rein. Einmal. Und zweimal. Und da brauche ich dann nicht einmal so viele. So, das heißt, hier kommt ein Kolben. Die Werkbank. Was können wir noch verwenden? Oder mitnehmen? Crafting Table? Cool. Okay. Das heißt, Werkbank, Kolben, Autocrafting Table. Dann kommt hier rein, Circuit, Glasfaserkabel tue ich auch rein, Red Alloy Wire kommt rein, dieser Motor kommt rein, das kommt rein.
Ja, das wird jetzt diese, wie gesagt, so eine kleine Maschinenkiste. Ein Schalter. Kabel. Dieser Blue Electric Motor kommt mit rein. Sonst habe ich eigentlich nichts mehr. Doch, das da. Ah, genau. Glasfaserkabel. Red Alloy Wire. Und die Kiste ist leer. Und da kommen unsere Monster Drops rein. Also das heißt, Schwarzpulver. Knochen. Pfeile. So, habe ich hier auch irgendwas in der Richtung hier rumfliegen? Federn. Klar, das auch. Nochmal Schalter. Wolle. Okay. Das heißt, ein bisschen. Nein. Ein bisschen Wolle kommt dahin. Beziehungsweise diese Wolle, das ist die Hauptwolle, die tun wir zu dritt nach oben. Genauso wie die Federn. So, Schalter kommen wieder hier rein. Ich habe jetzt was aufgeräumt, was ich nicht gewusst habe, was ich aufgeräumt habe, aber es ist in die Kiste gegangen. Cool. Ah, Fackel, genau. Fackeln kommen auch rein. Genau. Nur nicht hier, sondern kommt dahinter. Okay, was haben wir denn noch? Red Dot Wafer. Nochmal Fackeln. Du kommst da nicht rein. Dann habe ich hier Bronze. Beziehungsweise halt. Gib mir mal ein paar Farben. Die kann ich nämlich auch jetzt gleich reinschmeißen. Und zwar, das sind die Farben, die, wo ich am meisten brauche. So, die kommen dann hier rein. Dann habe ich hier noch hellblau, violett, beziehungsweise ich kommt noch Kaktusgrün dazu. Die mache ich auch noch eine komplette Reihe. Okay. Dann habe ich hier Maschinenteile. Und zwar Red Dot Wafer ist irgendwas, was man öfters braucht. Also das heißt, dann kommst du hier hin. Ah, machen wir mal die ganze Reihe. Ja. Dann habe ich hier nochmal Farbe. Die werde ich nicht so häufig brauchen. Okay. Und, ja. Dann habe ich hier noch braune Wolle. Die kommt mal da hinten hin. Da. Okay. Dann kann ich das da auch noch reinschmeißen. Super. Okay, dann habe ich hier noch Red Alloy. Dann habe ich hier Kohle. Ha, Kohle ist wichtig. Die muss ich jetzt auch gleich einpacken in die Kiste. Bis ich hier etwas wenig sortiert habe. Requeste ich hier noch die. Okay, dann hätte ich gesagt, alles klar. Kaktusgrün und Knochenmehl brauche ich auch. Ah, genau, Knochenmehl habe ich auch noch vergessen. Sticky Resin. So, dann 64 davon. 64 davon. Und da noch sogar noch ein wenig mehr. Okay. Was brauche ich noch? Dann hätte ich gesagt, tue ich die mal gleich weg. Und die Pflanzen auch. Ah, Leder nehme ich mit. So. Und zwar das weg, das weg, das, das, das. Das, das, das. Das muss auch weg.
geht es hier auch noch weg. Leder muss ich mitnehmen. Redstone Cube, Wooden Conductive, Red Alloy. Silber. Silber müsste er jetzt auch schon aufräumen. Erde räumt er auch auf. Wood Brett kann ich auch wegtun. Dann habe ich noch die Golden Conductive. Oh, Nikolite. Ha! Nikolite nehme ich mir auch gleich noch ein Stack mit. Das brauchen wir nämlich auch. Auf jeden Fall, das kommt nämlich in die Kiste, wo Glowstone und Redstone drin ist. So. Dann kann ich das da noch reinwerfen. Ha, die Kiste kann ich dann auch gleich mitnehmen. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Ah, macht ja mal richtig Spaß. Also wie gesagt, es wird jetzt langsam, aber sicher werde ich jetzt dann peu à peu alle Kisten aufräumen. So. Wo kommt ihr her? So dunkel ist doch hier gar nicht. Wie gesagt, wenn die ganzen Dinger drin sind, dann kommt hier keiner mehr her. F3. Oder haben die das runtergesetzt? Aber hier ist doch nirgends unter 8 oder unter 9. Wenn mir mal einer erklären kann, warum das hier Monster rumrennen. Wäre nett. Okay. Okay. Dann hätte ich gesagt, räume das ganze Graffel noch auf, was ich in der Hand habe. Das sind die hier. So, dann brauche ich die Kiste, wo Nikolai drin ist. Das ist hier. Nee. Wo Nikolai rein soll, Entschuldigung. So. Dann haben wir das auch geschafft. Dann haben wir hier die Kiste mit dem Gummi. Da kommt jetzt dann das hier rein. So. Weg. Ja, toll. Da rein. Wir brauchen die Farbkiste. Danke. So, Knochenmehl so mal ganz hinten hin. So. Dann brauche ich die Kiste mit den Maschinen. Beziehungsweise nein, ich brauche die Kiste mit den Pipes. Ups. So, jetzt muss ich da auf die andere Seite. So, ich habe hier Wooden Conductive Pipes. Die kommen hier hin. Redstone. Nein, Wooden kommen hier hin. Dann habe ich nochmal Golden Conductive Pipes. Die können auch weg. So, okay. Ah, klasse. Ich habe eine Diskette abgerufen. Und die liegt natürlich drüben. So. Dann hätte ich gesagt, machen wir schnell noch die Kohle fertig. Brauche auf jeden Fall eine. Okay, dann habe ich noch Fackeln und Hellgrün. Fackeln kommen hier hin. Ach, das sind Schalter. Ja, genau. Ah,